Jo, vielen Dank. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich zuerst anfangen soll. Meine Fresse, vielen Dank, dass das Ding ausverkauft war. Nach 4 Tagen, dass hier mehr als 100 Leute stehen. Das hätte ich nie gedacht, es ist eine Riesenehre von uns, unsere Platte hier vom ausverkauften Haus zu releasen. Ist echt richtig geil. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an unsere Kumpels von Megancho, Metal of Doof, kleine Dame und Schäfer. Wir haben super abgeliefert hier. Vielen Dank, auch an Tomek von Fairway Records. Der ist in den USA unterwegs, der ist nicht hier, dem scheint es mir so wichtig zu sein. Egal. Was soll's. Auch in Justice Records, Flo, Moritz und Jan, vielen, vielen Dank, die bringen das ganze Ding auf Tape raus. Das haben wir heute noch nicht hier, aber die machen so eine riesen Arbeit. Übelst geil, vor so vielen Kumpels hier zu spielen. Ich will ja gar nicht jeden einzelnen aufzählen. Ich kenne auf jeden Fall super viele und das ist ein gutes Gefühl. Die nächsten paar Songs sind von der Platte. Das Intro kennt ihr bestimmt, jetzt gibt's auf die Fresse, denke ich. We'll be right back.
Was sollen wir machen, wenn 80 Nazis auf euch losgehen, wenn ihr 26 ist? Das war ein Scheißkönig. Die Vereinigten Asylen haben ein Gold von Pöbel und ausgesperrt. So ein Dreck habe ich noch nie gehört. Das Song heißt 129A. Das ist der Paragraph, der sich darum bemüht, Gründer oder Mitglieder einer terroristischen Vereinigung hinter Gitter zu bringen. Das ganze Ding geht raus an die Leute, die unter diesem ganzen Ding leiden müssen. Grund von der ganzen Scheißpolizei. Zum Beispiel eines von Neighborhood. Gibt noch vier weitere, die im Klass sitzen wegen der Scheiße. Das ist nicht schwer, es wird ziemlich oft Fuck the Police geschrien. Ich denke, ihr kriegt das Schema relativ schnell mit. Let's go.
Feuer!
Tschüss.